Yes, deswegen auch an jeden Einzelnen, der es im Nachgang anschaut, herzlich willkommen. Und ich teile direkt mal meinen Bildschirm. Daniel, wenn du magst, entstumm dich sehr, sehr gerne mal bezüglich Outcut. Hau gerne raus, Bro, was da deine Frage ist. Oder einfach, meinst du einfach so ein bisschen, wie ich den Markt sehe oder nach Sequenzen oder was ist so dein Vibe? Ja, genau, einfach nach Sequenzen, so Outcut. Das habe ich gemeint. Okay, verstehe. Easy, Bro. Also du weißt ja, glaube ich mal, ich trade ja ein bisschen anders. Also ich trade jetzt nicht rein One-Trade oder Multiple so, sondern ich kombiniere das halt einfach mit den Dingen, die für mich logisch sind. Ich würde ihn halt einfach nach meinem Verständnis mal angucken, wenn es für dich passt. Ja, perfekt, danke. Alright. Yes. Hey, ist das jetzt der ganze Outcut-Chart? Ja, gut. Ist im Prinzip egal. So, ich lösche mal hier den ganzen Bums hier raus. Wie geht das? Zeichnen entfernen. So, also Outcut. Wie man sieht, übergeordnet, so ein bisschen am Konsolidieren. Was natürlich immer schön ist zu sehen, beziehungsweise wie ich ja sowieso immer anfange oder wie auch Michael Niems anfängt. Ich finde das eigentlich immer nach wie vor eigentlich ganz nice, so einfach mal hier High und Low markieren, so dann hat man einfach so ein bisschen eine Vorstellung, wo man sich befindet. Und wie wir sehen, wir befinden uns gerade ziemlich mittig. Also wenn wir jetzt das Ganze mal abmessen, wir sind, jo Leute, wir sind ungefähr genau bei 50% zwischen All-Time High und All-Time Low. Ist auf jeden Fall wild. Also dementsprechend natürlich ein bisschen, jetzt nicht ganz eindeutig, nur aus dieser Perspektive, nur aus dem Buy-Low-Sell-High-Prinzip. Deswegen schauen wir uns das einfach mal ein bisschen anders an. Für mich ganz entscheidend sind auf jeden Fall die Candles, also wie einfach gewisse Kerzen aussehen, gewisse Candles aussehen. Ihr seht, ich bin auch gerne in den hohen Timeframes auch unterwegs. Und was mir hier auf jeden Fall auffällt, ist das hier und das hier. Das fällt mir einfach auf so, das gibt es selten im Chart. Das hatten wir hier einmal, dass wir so einen krassen Spike haben. Ich war jetzt im 3-Monats-Chart, ich gehe mal in den Monthly jetzt. Das ist schon sehr, sehr einschneidend. Und was bedeutet so ein Spike? Solche Spikes, wenn der Markt so runter spiket, aber dennoch nicht dort unten closed, sondern dann so einen impulsiven Move doch wieder hoch macht und seine Kerze erst hier closed. Genauso wie hier, der Markt schießt runter und schießt gleich wieder hoch und closed dann hier. Das ist nicht bärisch, das ist kein bärisches Anzeichen, im Gegenteil. Das ist wirklich ein sehr, sehr bullisches Merkmal für einen Markt in meinen Augen, wirklich, wenn ein Markt derart bullisch einfach closed. Deswegen allein auch aus dieser Candlesicht, jetzt ohne einen Fibonacci zu ziehen, zeigt es mir auf jeden Fall ganz klar auf, hey man, dieser Markt ist auf jeden Fall extrem, extrem bullish unterwegs. Zumindest jetzt von diesen Spikes ausgehend. Alles Weitere müssen wir uns auf jeden Fall hier mal anschauen. Natürlich, als Sequenzler ist natürlich ganz klar, wir haben hier diesen großen Kaufbereich. Zack. Als normaler Sequenzler hat man natürlich hier dieses FIB, einfach 66,7er. Und das ist auch so eine Sache so. Deswegen vielleicht auch für die Leute, die jetzt nur nach Sequenzen traden oder nur nach Kauf-Verkaufsbereichen, mal so ein bisschen auch mein Gedanke, weshalb es einfach so smart ist, auch sich zu erweitern, einfach was sein Verständnis angeht. Als reiner Sequenzen-Trader sehen wir das. Wir sehen einen impulsiven Move, einen korrektiven Move. Soweit, so gut. Ist auch schön und so. Aber wir können jetzt aus reiner Sequenzsicht uns nicht erklären, warum zur Hölle ist der Markt so weit runtergegangen? Warum ist dieser Markt so weit runtergegangen? Er hat ja hier schon eine gewisse Reaktion gezeigt, hat hier diese gewissen Levels auch akzeptiert oder beziehungsweise dort zumindest ein bisschen reagiert. Und wieso zur Hölle musste der dann so tief? Und als reiner Sequenztrader sagst du dir dann halt, ja gut, ist halt so. Ja, wir haben es 78,6 noch nicht erreicht, wäre theoretisch noch valide. Natürlich tradet es keiner. Aber deswegen lohnt es sich ein bisschen genauer einfach mal hinzuschauen. Einfach mal sich mit anderen Konzepten genauso zu beschäftigen. Und dann werdet ihr ja zum Beispiel auch darauf kommen, wenn wir uns jetzt einfach mal eine Linie hinmachen, wo dieser Markt einfach reagiert hat, nämlich genau hier. Genau hier war das Low. Und wenn wir uns halt beispielsweise mal hier angucken, was war denn hier auf dieser Seite im Markt, dann sehen wir hier halt auf jeden Fall, ich glaube, im Monthly war es sehr, sehr schön zu sehen. Yes. Im Monthly haben wir auf jeden Fall
Ah, hier sind wir, so. Darf ich jetzt auch nicht auseinander, durcheinander kommen. So, also hier war dieser Spike an dieser blauen Linie, das FIB lösche ich mal raus. Zack. Ja, und wir haben halt hier eine sehr, sehr interessante Candle. Und das ist halt diese Candle hier. Und wegen dieser Candle musste dieser Markt noch so weit runter. Das war der Grund, weil er hier mindestens 50% dieser Candle abarbeiten wollte. Weil das der letzte relevante Short-Move war, und das war ein sehr, sehr krasser Short-Move, eine komplette Monthly-Candle, oben gestartet, kleiner Wick nach oben, komplett runter, mehr oder weniger fast ganz unten geclosed, und von diesem Short-Move aus ging es dann halt einfach mal, wenn wir uns das mal genau anschauen, ging es einfach 3000 Pips nach oben, 3000 Pips nach oben von diesem Short-Move. Hier haben die Banken noch einmal eine fette Short Order reingehauen, um dann hier ihre 10-mal krassere Long Order reinzuhauen. Und deswegen mussten sie nochmal hier runterkommen, um diese Short Order hier zu closen. Jetzt mal im ganz kurzen Schnelldurchgang, was eine Institutional Candle ist. Ich habe das, glaube ich, in einem der letzten Videos mal ein bisschen genauer erklärt. Wenn ihr euch das genauer interessiert, dann schaut euch das an oder beschäftigt euch einfach generell ein bisschen mehr mit Smart Money. Aber deswegen Augen auf. Also das war für mich so, so einschneidend, so, so wichtig, einfach meine Augen zu öffnen, um einfach verschiedene Dinge so zu sehen. Und auch, weil sowas, ja, entweder man akzeptiert es halt, ja gut, der Markt hat halt nicht am 66,7er reagiert, sondern musste halt runter. Oder man guckt, okay, warum ist der Markt hier runter? Warum hat er nicht schon am 66,7er, / 71er reagiert, was auch immer man da für Levels einfach bevorzugt. Und deswegen einfach beschäftigt euch ein bisschen damit. Genau, so. Ich will es jetzt gar nicht so ausführlich halten. So. Es geht ja im Prinzip hier nur mal so einen kurzen Overview. Ich muss mal gucken, dass ich mich da jetzt nicht so krass verliere. Auf jeden Fall, Daniel, für dich, Bro, weil du jetzt danach gefragt hast, Mann, das ist natürlich krass. Also wirklich diesen Move sich anzuschauen, vor allem in Verbindung mit diesem Move zum Beispiel. Wenn wir jetzt einfach nur mal hier, ich finde es immer sehr, sehr deutlich, wenn man es hier abmisst, okay, der Markt hat von hier nach hier, hat er... Also für 2700 Pips hat er 2900 Tage gebraucht, um von hier nach unten short 2700 Pips zu machen. Jetzt hat er, um 1900 Pips, also über die Hälfte long zu machen, also fast zwei Drittel long zu machen, hat er keine 2700 Tage gebraucht, sondern gerade mal 300 Tage. Und allein, wenn man sich nur das anschaut, dann weißt du halt einfach, hey Mann, die Bullenkraft ist hier viel, viel stärker, viel, viel impulsiver. Die Käufer haben es viel, viel leichter, den Markt hunderte Pips oder tausende Pips nach oben zu katapultieren, als es von hier aus die Verkäufer hatten, den Markt nach unten zu katapultieren. Und genau aus diesem Grund ist das für mich nach wie vor ein bullischer Markt, wobei wir natürlich aufpassen müssen, weil wir sind jetzt gerade genau in der Mitte und er hat jetzt in meinen Augen auch nicht so ultra viel Potenzial nach oben. Aber für mich ist auf jeden Fall eine Sache noch relevant und das ist, diese Trendlinie, Leute. Diese Trendlinie im Outcut, die sticht einem einfach ins Auge. Schaut mal, wie perfekt der Markt immer wieder, mehr oder weniger pipgenau hier, ich bin jetzt im Weekly-Chart unterwegs, aber schaut mal, wie clean diese Trendlinie immer wieder funktioniert hat. Und Leute, wenn ihr mich fragt, wird der Markt auf jeden Fall über diese Trendlinie kommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Einfach aus diesem Grund, weil hier gierig die Retail-Trader nur darauf warten, dass der Markt an dieser Trendlinie short geht. Ich habe es oft erklärt in meinen letzten Calls. So viele Leute, das sieht jeder, diese Trendlinie sieht jeder wirklich im Markt. Und deswegen warten die Leute nur hier, dass der Markt hier irgendwie ein bisschen reagiert und steigen dann hier irgendwie short ein. Es gibt ja auch Leute, die juckt gar nichts, die traden hier auch mit 100 Pips short irgendwie irgendwas zusammen so. Und einfach aus diesem Grund denke ich auf jeden Fall, er wird mindestens über diese Trendlinie. Ob der Markt jetzt irgendwann wirklich so eine Sequenz dann finisht, mit C-Level dann irgendwo über dem All-Time-High, halte ich für fraglich, interessiert mich aber auch nicht. Mich interessiert jetzt erstmal nur, dass wir über diese Trendlinie kommen. Die Frage ist natürlich, ab wann? Ab wann wird der Markt steigen? Wir befinden uns ja gerade, ja, auch hier sehr, sehr interessant zu sehen, wenn wir uns auch das mal angucken, genau. Wir haben hier ganz verschiedene Formen von Bewegungen. Wenn wir uns das einfach nur mal, gehen wir mal in den Daily Chart rein und schauen uns einfach nur mal diese Bewegung ein bisschen genauer an. Wir haben hier eine unglaubliche impulsive Bewegung, die nur ein größeres Retrace hatte, das nicht mal das 38,2er erreicht hat. Leute, also wirklich zu diesem Zeitpunkt war der Markt noch sehr, sehr bullisch. Dann
haben wir von hier aus wirklich reagiert, haben hier diese Short-Sequenz aktiviert, die ist ja immer noch aktiv, die hat Ziellevel noch etwas weiter unten. Und was natürlich als Sequenz-Trader, was man hier hat, ist natürlich auf jeden Fall dieser Kaufbereich, der natürlich sehr, sehr schön sich überschneidet mit dem anderen Kaufbereich, mit diesem großen Kaufbereich, also auch nochmal sehr interessant. So, zack. Also auch wenn ich sowas sehe, würde ich jetzt nie das 50er hier traden unbedingt, sondern ganz oft wird dann nochmal von dem anderen Kaufbereich, der ist ja immer noch valide, also dieses 50er angegangen, also beziehungsweise besser gesagt die Überschneidung einfach, also dieses Level. So, das würde ich mich jetzt nach diesem Wissensstand auf jeden Fall schon mal mehr fokussieren. Wenn ich jetzt noch die Sequenz dazu nehme, die wir hier haben, zack, dann haben wir hier ein Ziellevel, bedeutet, da unten wird jetzt mein relevanter Bereich. Also das statt hier würde ich mich dann eher darauf fokussieren, hier long zu gehen. So, also falls diese Sequenz in dieser Form gefinisht werden würde, zack, ich zeige es nochmal schnell ein. So, jetzt haben wir hier natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte und das, da sieht man auch schon mal und allein mal sowas zu realisieren, ist, finde ich, einfach schon mal gut fürs Marktverständnis einfach. Wenn man sich sowas anguckt, wir haben hier, ich bezeichne es jetzt einfach mal als einen Move, zack, wir haben hier auf jeden Fall diesen fetten Long-Impuls, wir haben hier auf jeden Fall einen fetten Short-Impuls gehabt, muss man einfach so sagen. Und das hier ist eben eine wiederum neue Formation. Das ist einfach eine Seitwärtsphase, Leute, ganz klar. Das ist einfach eine Konsolidierung. Also wir haben hier drei verschiedene Formen, beziehungsweise eigentlich die einzigen drei Formen, die es auch gibt. Impulsiv aufwärts, korrektiv oder eigentlich eine Korrektur, beziehungsweise auch impulsiv abwärts in meinen Augen. Und hier einfach gibt es diesen Change of Character, also hier diesen Wechsel im Charakter des Charts, sage ich jetzt einfach mal, im Charakter der Bewegung, von einer Abwärtsbewegung zu einer Seitwärtsbewegung. Muss man hier einfach ganz klar sehen. Und in einer Seitwärtsbewegung sammelt der Markt immer Kraft. Also Seitwärtsbewegungen sind nach meinem Verständnis einfach dafür da, so viele Leute wie es geht in den Markt reinzubringen, dass der Markt dann von einer solchen Seitwärtsbewegung aus einen sehr, sehr impulsiven Move in eine bestimmte Richtung machen kann. Also meistens läuft es nicht so ab, dass nach einer solchen Seitwärtsbewegung der Markt dann einfach nur irgendwie so ein bisschen so rumdümpelt, irgendwie in eine andere Richtung. Nein, meistens macht er eine Bewegung und macht dann einen sehr impulsiven Move. Entweder nach unten oder entweder short oder halt long aus dieser Seitwärtsphase heraus. Und das gilt es jetzt einfach ein bisschen zu beobachten, in meinen Augen, weil für mich prinzipiell heißt es jetzt nicht, nur weil wir hier ein Sequenzziellevel unten haben, dass der Markt auch short geht. Das ist in meinen Augen nicht gleich gegeben so. Deswegen, wir müssen da auf jeden Fall ein bisschen einfach mal schauen, was der Markt macht. Natürlich ist es naheliegend, dass der Markt 50% korrigieren möchte. Also ich gehe auch stark davon aus. Aber ich könnte mir, meine persönliche Vorstellung ist sogar die, dass er nochmal davor hochgehen könnte. Einfach weil es, ja, es ist fast zu schön so. Der Markt macht hier eine Bewegung und reagiert nur am 50er, Leute. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist im Outcut. Der Markt hat nach dieser Sequenzbewegung, wartet's mal ab, so nach dieser Bewegung, er hat nur am 50er reagiert, nicht mal am 55,9er. Und Leute, ich bin euch ehrlich, ich habe ganz selten, also ich kann mich gerade nicht erinnern, dass ich wirklich mal eine Sequenz gesehen habe in diesem Timeframe, hier im Daily Chart. Wir sind jetzt hier gerade aktuell im Daily unterwegs. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Sequenz gesehen habe im Daily Chart, die nur am 50er reagiert hat und dann perfekt ins Ziellevel kam. Das ist fast zu schön. Das ist fast zu schön. Und meistens, wenn es zu schön ist, funktioniert es in meiner, also nach meiner Erfahrung oft eher nicht. Deswegen könnte ich persönlich mir vorstellen, dass wir erstmal einen Long haben, bevor wir dann weiter Short gehen. Aber natürlich, ich muss auch dazu sagen, ich trade den Outcut nicht. Ich habe ihn jetzt seit vielen Wochen das erste Mal wieder angeguckt. Deswegen
Kann ich leider nicht so genau jetzt drauf eingehen, was ich jetzt hier erwarte. Im Prinzip, ja, ich würde mir diese Seitwärtsbewegung mal genauer anschauen. Was hier im Outcut auf jeden Fall sehr, sehr schön ist, er hat mit diesem Spike, und Leute, ich sag's euch, die Spikes sind relevant. Wenn ihr Spikes im Markt seht, ich habe nicht umsonst, habe ich diese Spikes im Monthly Chart vorhin so direkt hervorgehoben. Das hier, diese Candle, Mann, dieser, schaut euch mal an, was für ein, wie er hier hochgespiked ist und wieder runter. Das gibt's seitdem nicht wieder in dieser Länge, ein Spike von dieser Länge wirklich, jetzt hier im Daily Chart. Deswegen, dieser Spike hat nochmal unglaublich viel Liquidität geholt, und zwar über all diesen Highs hier. Über alle diese Highs ist er hier einmal drüber und hat hier aufgeräumt. Ich sag immer dazu, zack, aufgeräumt. So. Auch da schaut euch gerne das ein oder andere Recording an von einem alten Call von mir, was das wirklich bedeutet mit diesen Spikes, wenn ihr das gerade nicht auf dem Schirm habt. Im Prinzip, er holt hier einfach nochmal jegliche Liquidität, die über diesen Highs liegt, weil ganz viele Leute traden hier irgendwo Short, und wo legen sie ihren SL hin? Ah ja, hier ist ein, also ihr müsst euch einfach vorstellen, unzählige Leute steigen irgendwo Short in den Markt ein, ah ja, komm, gehen wir hier rein, SL legen wir hier drüber, fertig. So, diese Leute alle rausgenommen. Leute, die hier irgendwo Short reingegangen sind und gesagt haben, ah komm, hier, ganz entspannt, ah, wo legen wir unseren SL hin? Ah, mach mal hier drüber, zack, auch diese Leute rausgenommen. Wirklich, weil der Markt einmal nochmal hier drüber ist, alles abgeholt hat und dann wumm, seht ihr, wie er runtergekracht ist. Extrem krass. Deswegen, ja, also allerdings hat er eben diesen Abwärtstrend danach nicht fortgeführt, sondern wir sind in der Seitwärtsphase. Was sagt mir das jetzt erstmal? Ja, obwohl ich ihn eigentlich gerne übergeordnet eventuell nochmal long sehen würde, sagt dieser Spike mir, okay, wir haben hier eigentlich aufgeräumt. Das heißt, das ist wieder ein Gegenargument dafür, dass jetzt zum Beispiel nochmal weiter long geht. Deswegen, also ich sag mal so, muss man sich anschauen. Generell kann ich gerne was zu ein bisschen zu Ranges sagen. In einer Range ist es im Prinzip wieder so wie in einem kompletten Markt. Also ihr müsst euch diese Range oder eine generelle Range, stellt euch das vor wie ein komplettes Währungspaar. Das ist jetzt der komplette Chart von einem Währungspaar. So, was weiß ich, irgendein Währungspaar, das hat hier von mir aus sein All-Time-High und hier unten sein All-Time-Low. Und wenn ihr eine Range ein bisschen so auch betrachtet, Lars, ich gehe gleich auf deine Frage ein, wenn ihr eine Range so ein bisschen betrachtet, dann ist es schon mal ein Hinweis, wie man sie traden kann. Da macht es Sinn, hier oben eher Short zu traden und hier unten eher Long zu traden. Versteht ihr, wie ich meine? Natürlich muss man halt vorsichtig sein, weil eine Range dient auch dazu. Und Leute, ganz kurz, in einer Range habt ihr halt alles. Schaut's mal her. Zack. Patterns sind hier zu finden. Patterns sind hier zu finden. Genauso auch hier. Von mir aus haben wir irgendeinen Pattern. Zack. Also Patterns gibt's hier. Wir haben hier irgendwelche Sequenzen. Haben wir hier im Chart. Wir haben hier Short-Sequenzen im Chart. Das heißt, in so einer Range bildet sich alles, Leute. Das müsst ihr wirklich verstehen. Wir haben hier genauso gut auch Support-Resistance, kann man sagen. Hier hat der Markt oft abgeprallt an dieser Zone. Oder hier oben natürlich ganz, ganz klar und eindeutig, sage ich jetzt mal. Genauso wie auch hier unten. Das heißt, solche Geschichten haben wir hier in diesem Chart. Also wir haben hier alles. Warum haben wir das? Damit Leute einsteigen, damit Leute in den Markt kommen. Eine Range, wie gesagt, und das hat auch Özkan mir mal so ein bisschen beigebracht, und ich habe das dann für mich halt selber getestet und überlegt, okay, eine Range, die es geht rauf, es geht runter, es geht rauf, es geht runter, Käufer gegen Verkäufer, es wird Druck aufgebaut. Von oben kommen die Verkäufer, von unten kommen die Käufer. Und es geht rauf, es geht runter, Leute steigen wieder ein in den Markt, Leute werden wieder rausgespiked aus dem Markt, Geld wird eingesammelt vom Markt. Und irgendwann wird es einen Punkt geben, wo die Banken reinkommen, und dann passiert einfach der Move. Wenn genug Liquidität da ist, dann passiert der große Move. Und meistens sieht man eben aus so einer Range auch wirklich einen größeren Move. Das heißt, ich erwarte mir durchaus am Outcut, je nachdem, eine Range kann sich auch sehr, sehr lange ziehen, siehe Out-NCD oder so. Aber normalerweise erwarte ich mir, also ich würde mir jetzt in den nächsten Wochen
oder Monaten. Die haben jetzt hier schon eine große Range, das ist ein Daily Chart, das ist jetzt nicht irgendwie H1 oder so. Deswegen, ich erwarte mir auf jeden Fall, er kann natürlich, das ist eben die Sache, Leute, er kann raufgehen, er kann runtergehen, da kann noch einiges passieren, bis wirklich mal ein essentieller Breakout in eine Richtung passiert. Deswegen müssen wir einfach abwarten. So, jetzt gehe ich mal kurz in den Chat rein und um es nochmal kurz zu beenden, Daniel, für dich, wie würde ich den jetzt traden? Also, ich würde mir jetzt genau anschauen, wo haben wir was in diesem Chart? Also, hier beispielsweise haben wir dieses Low haben wir schon rausgenommen, darunter haben wir gespiked, das heißt hier schon mal aufgeräumt, zack, das wäre ein schöner Long gewesen. Hier gespiked, wir haben, ja gut, wäre die Range jetzt vielleicht noch nicht ganz eindeutig gewesen, aber ich sag mal so, Liquidität genommen. Und dann ist es immer schon sehr, sehr schön, weil dann hat man ein bisschen eine Confirmation für Long, wenn hier schon mal aufgeräumt wurde unter dem Low, Liquidität wurde rausgenommen. Das heißt, Banken haben hier unten Geld eingesammelt, um Long zu gehen. Haben wir dann auch gesehen gehabt. Dann ging es wieder Short. Die untere Zone wurde nochmal respektiert, sage ich jetzt mal. Ja, schwierig zu sagen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, wir haben allerdings hier auch einen Smart Money Trader, nämlich Marius. Das heißt, Marius, also du kannst natürlich auch gerne deine Meinung. Ich sehe, du hast gerade was in Chat reingeschrieben. Outcut gestern, schauen wir uns doch mal an. Hast du reingeschrieben? Reingeschickt? Ui. Wild, wild, wild. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Okay, also ihr seht, der Boy hat hier auf jeden Fall ganz entspannt einen Short hier mitgenommen an dieser Candle entlang. Bro, du hast auf jeden Fall ganz wilde Candle-Farben. Komme ich ja erstmal gerade gar nicht klar. Aber wild, okay. Low High, High High. Okay, also ihr seht, Marius hat hier gestern auf jeden Fall einen Short drin gehabt. Das wird dann... zwischen 15 und 16 Uhr. Ich bin ja im Higher Time Frame. So. Okay, also in dem Fall hier, da dran hat der Boy auf jeden Fall, wie ich das richtig sehe, hier einen Short drin gehabt. Ja, Mann, ich glaube an dieser Candle, Bro, gell? H2 war es, habe ich gesehen. Ja, Mann. Wild. Also ihr seht, man kann hier auf jeden Fall traden, wenn man weiß wie. Und das ist halt auch eben die Sache, weshalb es sich lohnt, einfach genauer mit den Märkten auseinanderzusetzen. Er hat hier wahrscheinlich diese Institutional Candle genommen, also diese Candle hier. Zack. Und ihr seht, der Markt hat perfekt an dieser Candle reagiert und ist short gegangen. Davor hatten wir hier einen Break of Structure, das heißt, wir hatten hier natürlich einen Bruch in der Struktur. Selbst dieser letzte Docht wurde deutlich noch nach unten gebrochen, haben uns hier nach einer impulsiven Bewegung eher korrektiv aufgebaut, würde ich jetzt mal behaupten, und zack, haben dann hier schön reagiert. Nice, Bro, auf jeden Fall, aber der Boy, der weiß eh, was er macht, so nicht umsonst hat er die FTMO-Challenge gemacht letztens. Alright. Gut, Leute, ich weiß nicht, Daniel, hast du sonst noch wie gesagt, Bro, ich bin leider nicht so... Also ich trade nach Sequenzen, aber so ein bisschen nach meinem Vibe. Und dadurch, dass wir jetzt halt eben in einer Konsolidierungsphase sind, ja, wäre ich ein bisschen vorsichtig auf jeden Fall natürlich. Muss man halt einfach beobachten. So. Also man kann durchaus möglicherweise, weil oben hat der Markt noch keine Liquidität genommen. Der Markt ist oben jetzt noch nicht, außer hier ein bisschen, also er ist über dieses High drüber, ist hier drüber und dann runter. Wir haben danach keinen Break of Structure hier unten gehabt. Wir haben jetzt noch nicht wirklich deutlich Liquidität genommen. Also ich hätte eigentlich gerne, dass der Markt, jetzt schaue ich mal, inwieweit diese Trendlinie hier. Boah, Leute, das ist ein Klassiker. Okay, perfekt. Also, natürlich ohne Gewehr und alles, aber wenn du mich fragst, muss der Markt doch einmal über diese Trendlinie, bevor er short geht. Auch wenn er long geht. Er wird nochmal über diese Trendlinie gehen. Warum? In meinen Augen einfach deswegen, weil diese Trendlinie, Leute, jeder
jedes Kindergartenkind, dass du einen Forex-Markt vorlegst und sagst, ey, guck mal, findest du hier Trendlinien? Jedes Kind findet diese Trendlinie, Leute. Und schaut mal, wie die ist zu schön. Die ist zu schön bilderbuchmäßig. Und Leute, so wie im Higher Timeframe, ich das vorhin euch gezeigt habe, wird es auch in meinen Augen hier jetzt hier 4-Stunden-Chart sein, dass der Markt, der Leute, der wird hier drüber gehen. Einfach deswegen, weil Philipp schreibt es rein, gefundenes Fressen. Ganz simpel, Leute, so viele Leute warten hier einfach. Leute, es ist so. Es ist einfach so. Weil das ist das Trading-Wissen, was überall verfügbar ist. Wenn ihr irgendwie bei Google reingeht, Forex-Trading, Patterns oder irgendwas, das allererste, was man sieht, sind Trendlinien. Trendlinien sind das Einfachste, was man im Chart einzeichnen kann. Dazu braucht man null Skills. Und gerade deswegen funktionieren sie oft zweimal, dreimal, weil man muss den Leuten ja ein bisschen das Gefühl geben, okay, es funktioniert auch, was sie machen. Und spätestens beim vierten Mal wird es kritisch. Weil dann wird diese Trendlinie, also meistens passiert dann sowas, Sino, ich schaue gleich, was du geschrieben hast. Meistens, also in meinen Augen passiert dann meistens sowas, dass der Markt, also okay, schauen wir uns das mal kurz an, was ich mir vorstellen könnte jetzt, wäre folgendes. Der Markt, bevor er hochgeht, muss er irgendwo Liquidität holen. Der wird nicht einfach aus dem Nichts hochgehen. So, jetzt könnte sein, dass dieses Retrace hier ausreicht, dass er hier long gegangen ist, short Retrace und er geht weiter long. Ich persönlich glaube aber eher, weil wir hier im Prinzip die ganze Zeit, wenn wir uns das hier anschauen, wir haben hier ein High, ein Low, ein Lower High, ein Lower Low, ein Lower High, ein Lower Low, wieder ein Lower High. Ich glaube, er muss noch einmal hier drunter. Entweder unter alles, also das wäre am schönsten, er geht hier nochmal unter alles drunter. Alle Leute, die hier an dieser Support-Resistance-Zone long traden wollten, die werden alle rausgekickt, indem der Markt hier einfach richtig schön runtergeht. Und dann schießt er aber hoch, macht eventuell hier einen Retest, bildet damit direkt eine Sequenz und wird nicht nur diese Trendlinie, also wird vielleicht kurz reagieren hier, dann über diese Trendlinie gehen, in meinen Augen auch noch hier drüber, über dieses High, und dann wird er das hier machen. Und jetzt steigen die Breakout-Retest-Trader ein, die denken, ah, okay, Trendlinie durchbrochen, jetzt geht's long weiter. Und dann wird er aber einfach short gehen. Also das ist so meine Vermutung, wie ich es mir durchaus vorstellen könnte. Einfach weil diese Trendlinie, die ist zu schön. Leute, ihr dürft immer nicht vergessen, die Banken kreieren Trendlinien, die Banken kreieren Patterns. Einfach damit Leute dort in den Markt reingehen. Die Banken kreieren Support-Resistance-Zonen, damit Leute dort in den Markt reingehen. Die Banken kreieren Konsolidierungen, damit Leute in den Markt reingehen. Das muss man einfach gecheckt haben. Dieses Verständnis muss man einfach wirklich auf dem Schirm haben. Und dann wird man auch nicht ausgetrickst hier, würde auch hier nicht short-traden an dieser Trendlinie und würde hier auch nicht einen Breakout-Retest long-traden, sondern man würde einfach diese Trendlinie als Falle erkennen, möglicherweise. Wir müssen uns anschauen, Leute, selbstverständlich bin ich nicht, keine Ahnung, der Forex-Markt, und wir wissen alle, dass der Markt macht, was er will. Aber in meinen Augen, nach meinem Verständnis, ist das für mich auf jeden Fall extrem logisch, dass das passieren könnte, dass der Markt hier ein Reversal bildet und wieder long geht über diese Trendlinie, hier einmal Liquidität catcht und von mir aus dann wieder short geht. Viel weiter kann ich es jetzt wirklich nicht sagen. Ob er dieses High hier bricht, ja, kann sein natürlich, aber das ist natürlich schon massive gewesen, diese Liquidity Catch und danach diese impulsive Bewegung. Also da müssen wir uns einfach anschauen, ob er danach wirklich vielleicht hier auch so eine Art Wyckoff-Schematik bildet und dann long geht, oder ob er halt einfach direkt short runtergeht. Müssen wir uns anschauen, Leute. Genau. Deswegen das zu meiner Analyse, Daniel. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt irgendwie ein bisschen weiterhelfen, auch wenn es jetzt nicht speziell nach Sequenzen sind. Aber für mich, Bro, auch nochmal kurz zum Verständnis vielleicht. Für mich ist die Sequenz einfach immer nur so eine Fortbewegungsmittel. Wenn ich dann wirklich einen Punkt habe, wo ich den Markt reagieren haben möchte, angenommen, wirklich, wir sind dann hier unten, sammeln hier eine gewisse Form von Liquidität und gehen dann impulsiv bullish,
dann ist die Sequenz für mich das Fortbewegungsmittel, wie wir hier hochkommen. So, und dann trade ich auch die FIPs und die Retracements, wenn sie in Überschneidung mit interessanten Areas sind, auf jeden Fall. Genau, aber ich mache das ein bisschen mittlerweile, also ich habe natürlich lange auch ganz normal einfach Sequenzen getradet, aber mittlerweile versuche ich das immer so ein bisschen, oder was heißt versuche ich, das ist das, was ich mache. Ich differenziere das sehr, sehr stark und schaue mir wirklich genau an und habe nicht nur die Sequenzen im Blick, sondern schaue mir auch wirklich gewisse andere Dinge an, was für mich einfach logisch ist in dem Moment am Markt. Genau. Alter Leute, das ist immer so, die Zeit geht immer so schnell rum, hey. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gequatscht hier mit dem Outcut. So, zieh mal FIP-Extension vom letzten Swing-Low zu jetzt. Bro, meinst du jetzt das hier? Dieses Low, so? Ziellevel über Trendlinie, ja, ja man. Ja, safe. Also je nachdem, wie er hier retraced, ich könnte mir vorstellen, weil der ist sehr impulsiv im Moment, dass er auf jeden Fall doch weiter short geht. Bei mir ist jetzt zum Beispiel so, geh mal ein bisschen raus, warum ich mir vorstellen könnte, dass das schon die Sequenz sein könnte. Zieh es mal ein bisschen breiter. Also nur der graue Bereich im Endeffekt. Okay. So, und zwar, wir hatten ja quasi diesen Liquid Spike oben links. Und dementsprechend kam ja dieser starke Short-Move. Mhm. Warum hat sich dann in dem Fall der Short nicht weiter durchgesetzt und es ist in so einer Range hängen geblieben, wenn wir übergeordnet so stark Short sind? Dementsprechend ist allein schon die Konsolidierung für mich ein bisschen long-orientiert, aber da wollen wir nicht weiter drüber eingehen. Und jetzt dann gar nicht wieder der zweite Punkt, eben, dass da der, ich nenne eher kleiner Liquid Spike war, den hast du ja unten auch markiert, den hast du ja auch gesehen sofort. Dadurch wurde ja unten schon wieder ein bisschen Liquid geholt. Mhm, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir dadurch ein wenig long orientiert sind. Dass jetzt quasi der erste Impuls nach oben war, das wird sich mir natürlich vielleicht in dem Korrekturbereich, wo du gerade die Exzession eingezeichnet hast, doch ein bisschen konsolidieren, um den Korrektivcharakter aufzubauen, ohne Impuls nach oben über die Trendlinie zu schaffen und danach short zu gehen. Das wäre so auch weil ich deine Sichtweise auch interessant fand, dass er erstmal nochmal runterspiken muss, weil mir gefällt der Liquid Spike in der Mitte unten auch noch nicht so ganz. Also, ja, safe. Wir müssen uns anschauen. Also ich bin noch lange nicht an dem Punkt, dass ich wirklich, also bei mir ist oft so, ich habe das glaube ich auch beim letzten Mal erwähnt gehabt, oft kann ich für mich sehr, sehr gut einschätzen, dass ich sage, okay, hier wird er irgendwann mal hinkommen, hier wird er irgendwann hinkommen, hier wird er irgendwann hinkommen oder da oder da oder da, aber in welcher Reihenfolge, also ob er jetzt erst runterspiked oder ob er jetzt hier erst eine Sequenz macht, hier drüber geht, da tue ich persönlich mir aktuell auf jeden Fall noch schwer. Also an diesem Level bin ich auch noch nicht. Kommt natürlich noch, ganz klar. Aber deswegen, wir müssen uns anschauen. Natürlich war diese Candle hier, wenn ich mir diese Candle hier anschaue, die war natürlich schon krass, Mann. Also das ist schon heftige bärische Candle, Mann. Also wenn die Candle also so einen riesen Wick hat und dann noch bärisch closed, dann will ich eigentlich jetzt hier nicht long traden so. Oder erwarte im Prinzip auch keinen long move an dieser Stelle. Vor allem, weil die nächste Candle ja auch ähnlich ausschaut. Auch einen großen Wick nach oben. Und wir dann short gegangen sind. Aber natürlich, Bro. Also wir müssen uns einfach anschauen, ganz entspannt. Mir ist halt diese Bewegung zu impulsiv aktuell short. Weswegen ich glaube, die könnte uns sogar nochmal unter die Lows bringen. Und von dort aus geht es dann hoch, aber müssen wir uns anschauen. Aber vielleicht auch gerade generell für die anderen Leute, schaut euch das mal an, wirklich in dieser Range. Sell-Out-Cut erst bei 0,91, Whole Number, bevor irgendwas bullish geht, aber hat gut Potenzial. Yes. Also Marius sieht den auch hier unter diesem Low. Ich im Prinzip auch, wenn ich mir das so anschaue, wie gesagt, einfach wegen dieser bärischen Bewegung. Aber hey, schauen wir uns einfach an. So, auf jeden Fall jetzt hier vielleicht jetzt nicht unbedingt long traden. Vielleicht für die Sequenz-Trader, die jetzt überlegen, hey, soll ich jetzt hier einsteigen? Lasst's besser sein, einfach weil wir sind in einem Abwärtstrend, Leute. Wir sind übergeordnet auf jeden Fall in einem Abwärtstrend. Deswegen ist jeder long risky, ganz, ganz klar. Genau. Ja? Ich bin gerade schon hier
zum Sparer bist du am Samstag im Office. Jo, nachmittags, denke ich. Da werde ich, wenn ich vorbeikomme. Stabil, Bro. Ja, Mann. Office wartet, Bro. wollte nur kurz fragen. Stabil, Mann. Ja, lässig, Digga. Lass Session machen, Mann. Würde mich auf jeden Fall freuen. Okay. Gut, Leute. Dann das, genau, was ich noch sagen wollte, hier gerade, wenn wir den Outcut jetzt hier uns gerade immer angeguckt haben, also egal, was ihr tradet, Leute, wirklich völlig egal, ob ihr jetzt Patterns tradet, reine Sequenzen oder was auch immer, euch muss einfach klar werden, große Bewegungen passieren nie aus dem Nichts. Und eine Sache könnt ihr euch immer merken, Banken kaufen unter Lows und verkaufen über Highs, weil dort sammeln sich die Stop-Losse von den ganzen Leuten. Ich denke, den meisten wird es hier auch klar sein auf diesem Call, aber ich spreche es trotzdem einfach nochmal an, weil es einfach hier so schön ist. Leute, schaut mal her. Wo ging es krass short? Überall diesen Highs. Da oben ging es extrem short. Wenn wir uns nur mal das jetzt hier mal einfach nur angucken. Hier oben drüber kam plötzlich der Short. So, dann, wo kam der große Long? Der kam nicht einfach irgendwo, sondern der kam, nachdem wir unter dieses Low sind und unter dieses Low. Seht ihr das? Also Banken kaufen unter Lows, da wo es die wenigsten erwarten. Hättet ihr gedacht, nach so einer Bewegung, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wenn der Chart so ist, ihr habt nur das hier im Chart, der Markt macht diesen Impuls, retraced hier, macht hier im Prinzip einen Break of Structure nach unten. Retraced, nächster Trendbestätigung Short, hättet ihr erwartet, dass jetzt der Long Move kommt in dieser Form? Nein, Leute. Und genau deswegen kam er, weil es ihr nicht erwartet habt, weil es ich vielleicht auch nicht erwartet hätte in dem Moment. Und genau deswegen kaufen die Banken da unten ein, damit sie da völlig für sich alleine sind und es kein anderer erwartet. So, mal ganz abgesehen davon, dass falls irgendwelche Leute long unterwegs gewesen wären, zum Beispiel in diesem Move long, ja, wo hätte man sein SL platziert? Spätestens unter diesem Wick hier. Und was passiert? Zack, einmal nochmal unter diesem Wick. Also Leute, die jetzt irgendwie darauf gehofft haben, jetzt hier im Retrace irgendwie long einzusteigen und sagen, oh ja, hier SL hier drunter. Das war's, Leute. Ausgestoppt. Fertig. Geld von euch eingesammelt, der Banken. Und mit diesem Geld, Banken machen Long Move. Blöd gesagt. So, also ihr versteht, was ich meine einfach, Leute. Deswegen auch hier, es geht weiter. Hier, das war dann eine Mitigation von diesen Highs und dieser Manipulation. Deswegen hat es hier keinen großen Break of Structure gebraucht, aber es ging hier runter. Hier, was macht der Markt, bevor er short geht? Er spiked nochmal über dieses High drüber. Er geht über dieses High, geht dann short. Was macht der Markt, bevor er wieder long geht? Er geht nochmal unter dieses Low. Spiked er nochmal drunter und hier unten steigen die Banken long ein, Leute. Das müsst ihr einfach mal checken und das ist krass, Leute. Das ist wirklich krass, wenn man das mal einfach gecheckt hat so. Und so ein bisschen drauf achtet und das einfach im Chart für sich mal ein bisschen einzeichnet und einfach mal beobachtet und dann mit erweitertem Marktverständnis Stück für Stück halt guckt, wie man es eventuell auch in sein Trading integrieren kann. Aber das zu sehen, das zu beobachten, ist auf jeden Fall in meinen Augen extrem, extrem wichtig. Genau. Deswegen das zum Outcut, Leute. Gibt es von euch, oder beziehungsweise ich schaue mal kurz mal in den Chat weiter oben ein bisschen rein, ob es irgendwas... Lars, sorry, Bro. Siehst du die Spikes eher im Lower Timeframe oder Higher Timeframe? Überall. Die Märkte sind fraktal. Das heißt, das findest du im 1-Minuten-Chart, findest du im Monthly-Chart. For real, Leute. So, Fabian, Thomas. Kann es sein, dass der Markt dort zu kämpfen hat, weil wir in der Vergangenheit auch eine Range hatten und der Markt zurzeit oberhalb dieser Range ist? Vielleicht meinst du das hier, Bro? Würde ich jetzt nicht so sagen, ehrlich gesagt. Also klar kann
natürlich mit irgendwelchen Support-Resistance-Levels zu tun haben, die sich vielleicht irgendwo hier befinden, aber ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt von dieser Range, falls du die meinst, wenn ja, dann schreib es gerne mal in den Chat rein, ich weiß jetzt nicht, ob man von dieser Range jetzt darauf irgendeinen Rückschluss ziehen kann, was jetzt hier los ist oder warum jetzt hier irgendwie nochmal eine Range passiert ist. Also da wäre ich vorsichtig so, weil, ja, kannst ja auch sagen, hey, hier hatten wir auch eine Range und die war jetzt unterhalb von dieser, deswegen, ja, schwierig. Also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt miteinander zu tun hat. So. Daniel, soweit passt es, oder? Okay, perfekt. Gut, Leute. Gibt's von euch weitere Sachen, Märkte, Fragen, irgendwas? Wenn nicht, hätte ich euch noch gezeigt, was ich getradet habe. Ansonsten, wenn ihr was habt, schreibt es gerne nochmal rein. Ich gebe euch kurz noch 10 Sekunden, fülle mir kurz einen Schluck Wasser ins Glas rein. So, alright. Im Chat kam nichts mehr Neues, perfekt. Dann zeige ich euch auf jeden Fall gerne mal ein bisschen, wie ich trade. An die, die jetzt noch nicht wirklich bisher in den Calls drin waren oder ansonsten, die anderen wissen ja so grob, wissen ja, dass ich im Prinzip eigentlich nur diese drei Märkte trade, Euro-USD, GBP-USD, Euro-GBP und hin und wieder habe ich natürlich auch andere Sachen drin oder schaue mir was an, aber das ist das, was ich im Prinzip trade. Und ich hatte heute einen Trade im GBP-USD und im Euro-USD, genau. Schauen wir uns erstmal den GBP-USD an. Ich habe es noch ein bisschen drin gelassen. Genau, Leute, ganz kurze Analyse. Ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt. Ich will den Markt auch ähnlich wie im Outcut. Wir haben hier im Daily eine sehr, sehr interessante, ins Auge stechende Trendlinie. Ich will den Markt über dieser Trendlinie haben. Ist einfach mein Marktverständnis. Es heißt, Leute, by the way, es heißt nicht, dass es so kommen muss. Und das heißt nicht, dass ihr das natürlich auch so sehen müsst. Aber ich sehe das so. Nach meinem aktuellen Marktverständnis sehe ich das so. Dass ich möchte den Markt radikal nochmal hier oben drin haben. Obwohl es natürlich jetzt, wir sind in einem Abwärtstrend, deswegen wird vielleicht eine harte Nummer für den Markt. Aber da sehe ich ihn eigentlich. Eigentlich sehe ich ihn über dieser Trendlinie. Deswegen müssen wir uns anschauen. Und was ich auch haben möchte, wir haben auch hier unten eine Trendlinie. Und ich will ihn davor nochmal unten wirklich hier haben, an dieser unteren Trendlinie dran. Ihr seht, wir haben hier bisher zwei Bestätigungen. Ich möchte nochmal die dritte Bestätigung haben oder sogar schon den Spike. Also entweder er bestätigt die Trendlinie oder er bricht sie short und geht dann long. Also eins von beiden möchte ich persönlich hier unten haben. Und deswegen bin ich auch im Moment noch short. Leute, ich bin im Moment, bin ich im GBP-USD noch short eingestellt. Auch natürlich, weil wir hier einfach eine unglaublich schöne... wir haben hier schönes Abwärtsmomentum, kann man auf jeden Fall einfach sagen. Und ich hätte mir sowas gewünscht, irgendwie so oder von mir aus auch so. Und dann so und dann wieder short. Um es jetzt mal ganz, ganz grob auszuzeichnen. So, also ungefähr so eine Geschichte wünsche ich mir. Was ich mir wünsche, muss der Markt nicht machen, Leute, ihr wisst Bescheid, aber... Ja, so hätte ich es gerne, zumindest mal. Und so nach dieser Analyse trade ich auch aktuell. Genau. Natürlich kann jederzeit alles passieren und es kann auch ein Punkt kommen, der meine Analyse komplett auseinanderhaut und es ergibt gar keinen Sinn. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, will ich damit sagen. Yes, also und zwar, Leute, gestern hatte ich mieses Karma, Leute, ich schwöre, oder beziehungsweise über die Nacht. Und zwar, ich hatte hier meinen Short. Und zwar hatte ich da auch mehrere Confirmations. Und zwar die erste Confirmation war, manchen Leuten habe ich schon erzählt, ich ziehe Sequenzen auch anders. Eine Sequenz muss für mich nicht Impulsbewegung sein und Korrektur innerhalb dieser Impulsbewegung und dann ein Higher High. Nein, eine Sequenz kann für mich zum Beispiel auch so ausschauen. Und ich habe sogar gar kein Problem damit, wenn die so ausschaut, weil
Banken kaufen unter Lows, Leute. Und das ist eigentlich eine ganz legitime Bewegung. Banken machen eine Bewegung nach oben, spiken nochmal dieses vorherige Low und gehen dann impulsiv long. Und für mich gab es hier sowas, zum Beispiel einfach hier auch im GBP US-Dollar. Wir hatten dieses Low, das ist jetzt mein Nullpunkt, gingen dann hier hoch, das ist mein A-Punkt, und haben dann im Prinzip einen Retracement hier unten gehabt. Zack. Und sind in dieses Sequenzlevel und haben auch aus diesem Sequenzlevel raus reagiert. Und meistens kommt der Markt dann mindestens bis zur entgegengesetzten 100er-Extension. Das heißt, entgegengesetzte 100er-Extension, einfach diese 100er-Extension, die hier auch noch drin ist, die kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr so eine Sequenz habt im Markt, also so eine, ich nenne die immer Liquidity-Sequenz, wenn ihr das habt, dann geht der Markt mindestens immer bis hier. Manchmal auch weiter runter, aber mindestens bis hier. Genau, das ist einfach nur nochmal als mein Tipp, falls ihr das auch mal backtesten wollt. Und ich hatte im H4, hatte ich noch diese, wenn mich nicht alles täuscht, ist es eine Breaker Candle hier an dieser Stelle. Deswegen, ich gehe mal kurz nochmal rein. Marius Bro, falls du drin bist, kannst du mir das bestätigen, ob das eine Breaker Candle ist? Meistens bilden auch schöne Sequenzen. Welche Candle genau meinst du jetzt? Ich meine diese hier. Das war das letzte Low. Also ich habe mich hier orientiert. Also mit Breaker, mit Breaker Candles und so arbeite ich nicht. Ich kann dir allerdings mal zeigen, was ich so sehe. Einer vom C-Team, ich meine, es war Finn Klöpfer, ich bin mir allerdings nicht sicher. Es war Chris Sulzer, der meinte, GU reagiert oft am 61,8er Fib von der Range. Und im 30-Minuten-Chart haben wir da eine hübsche Institutional Candle. Mhm. Und morgen um 8 Uhr sind GBP-News. Also, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, Breaker Candles, die Candle, die du genannt hast, die sieht auch im Lower Timeframe sehr interessant aus. Sowas könnte man spielen, aber ich persönlich spiele sowas nicht wirklich oft. Okay. Yes, Bro, wir lassen uns auf jeden Fall gleich auf jeden Fall auch noch auf ein Overview eingehen, so vielleicht was der morgen machen könnte. Nur mal kurz, Leute, damit ihr auch nochmal seht, was ich hier getradet habe. Also ich habe im Prinzip, also danke erstmal, Bro, für die Erklärung. Jetzt habe ich gehofft, dass hier der Smart Money Trader mir das, egal, Spaß, Bro, alles gut. Genau, und zwar, oft habe ich halt beobachtet, Märkte bilden hier nur so eine Candle, brechen dann im Prinzip dieses Low und reagieren dann rückblickend nochmal an dieser Candle. Und im Prinzip hatten wir das ja auch, wenn wir jetzt hier mal das Auge zumachen, Leute. Wir haben genau am Open oder sogar 50% von dieser Candle, vom Body von dieser Candle, haben wir hier mit diesem Wick auch reagiert gehabt. Und da war mein erster Entry. Und jetzt wieder für die Sequenzen-Trader. So kommen dann auch meine Sequenzen wieder ins Spiel bei mir. Da hatten wir den ersten, da war im Prinzip der, da war der Entry. Wir haben eine Sequenz gebildet und ich hatte hier ein Re-Entry, einfach am, ich weiß gar nicht, was da genau alles relevant war für mich, ja, GKL 50er in dem Fall, ganz classy, entspannt und SL über dieses High drüber und Leute, ich sag's euch, der Markt hat mich einfach hops genommen, aber anders radikal, er macht einfach nicht den TP1 hier. Leute, ich saß hier gestern noch im Office mit meiner Freundin und schaue mir das so an und das war irgendwann schon am Abend, ihr seht es hier, 21 Uhr und er reagiert einfach, glaube ich, 0,5 Pip. Ja, seht ihr das, Leute? 0,4 Pips vor meinem TP1, vor dem Sequenzziellevel. Und ich denke so, ich bin jetzt ausnahmsweise nicht, ich lasse es einfach so. Der wird eh noch short gehen. Ich habe ihn eh, ihr wisst ja, Leute, ich habe ihn bis sehr weit, bis zu dieser Daily Trendlinie unten. Also bis hier habe ich ihn eigentlich short gesehen und mein TP2 wäre unter diesem Low gewesen. So. Also so wollte ich den traden. Deswegen dachte ich, ja gut, hat er jetzt halt kurz ein bisschen das Ding verpasst. Der wird schon auf short reagieren.
Leute, der hat mich einfach hops genommen. Dieser Markt hat mich einfach anders hops genommen. Ich war, Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich war 5% im Profit hier. Ich war 5% fucking nochmal im Profit hier auf meinem Konto. Und ich denke mir so, nein, ich sehe den so weit short, ich fange jetzt nicht an, weil mein Problem war immer, dass ich so viel Teilprofite immer genommen habe. Und ich sag mir doch so, nein, ich nehme ausnahmsweise keine Teilprofite jetzt raus. Und weil der Markt geht eh noch viel weiter short. Und Leute, ich sag's euch, der reagiert 0,4 Pips von meinem T4-1. Oh, macht ihr den ganz entspannten nach oben. Ich hatte zum Glück BE, also habe jetzt kein Minus damit gemacht, aber das hat schon wehgetan, Leute. Also 5% offen gehabt und dann wieder auf 0 runter. Ja, passiert auf jeden Fall. Auf jeden Fall natürlich kein Problem so. Ich habe mir den Chart dann angeguckt, habe geguckt, was er dann heute gemacht hat. Und er hatte eben heute was sehr, sehr Schönes gemacht. Und zwar habe ich hier diese graue Area mir schon länger mal eingezeichnet gehabt, weil es war hier einfach für mich eine sehr, sehr, ja, hier einfach im M30 noch eine interessante Candle. Und da ist er perfekt reingewickt. Plus, wir haben von diesem Low aus, wenn mich nicht alles täuscht, war das auf jeden Fall auch eine abgeschlossene Sequenz. Yes, Leute. Und zwar wirklich sehr, sehr clean hier oben. Und ja, Leute, das war dann so ein bisschen der Entry einfach. Nicht direkt, ich bin nicht direkt mit der Limit Order hierher gegangen und habe mich hier platziert, sondern um ehrlich zu sein, habe ich, weil vielleicht nochmal kurz dazu, warum ich jetzt überhaupt hier short gegangen bin. Eigentlich hat es drei Gründe. Und zwar haben wir hier noch eine Trendlinie. Wir haben hier eine Trendlinie, die 1, 2, das wäre die dritte Bestätigung gewesen. Genau, und sowas möchte ich einfach am Chart haben. Mehrere Bestätigungen. Dann der nächste Grund war auf jeden Fall, dass ich ihn wirklich weiter short sehen wollte. Ganz klar. Plus wir haben natürlich hier auch, ich weiß gar nicht, ob wir hier in irgendeinem relevanten Verkaufsbereich reagiert hätten, haben. Oh, haben wir nicht mal. Ja, von hier aus, gut, 559er, wie auch immer. Von diesem Spike aus, ja, da hatten wir auf jeden Fall dann schon ein paar relevante FIP-Level. Hier 61,8er, hier 559er in sehr, sehr cleaner Überschneidung. Deswegen, darauf habe ich jetzt aber nicht unbedingt geachtet, sondern ich wollte den Kollegen einfach short sehen und hatte dann diesen interessanten Bereich und vor allem eben dieses Ziellevel, einfach dieser Sequenz hier, zack. Und dann hat er eben hier oben sehr, sehr schöne Candles gebildet. Zumindest fand ich sie in diesem Moment eigentlich sehr, sehr schön, beziehungsweise ich fand diese ganze Area hier oben irgendwie schön, wie er hier wirklich so konsolidiert hat, sich nochmal aufgebaut hat, so ein bisschen auch hier, Leute, im Lower Timeframe wie im Higher Timeframe. Hier kleine Konsolidierung, es geht rauf, es geht runter, es geht rauf, es geht runter, es geht rauf, er spiket noch einmal drüber und wumm, dann geht er short. Und genau, diesen Move habe ich im Prinzip getradet und ob ihr mir es glaubt oder nicht, Leute, ich habe diesen Markt einfach hier unten geclosed und zwar nicht nach System, um ehrlich zu sein, da muss ich auch, das war glaube ich das Karma, das gestern im Prinzip mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hat mich heute belohnt und zwar, ich schaue einfach auf den Chart und sehe einfach, ey Mann, ich bin so und so viel Prozent im Profit und dann habe ich das ganze Ding einfach zack rausgenommen und als Beweis, Leute, damit ihr wirklich wisst, ich labe kein Bullshit, ich habe den Markt wirklich glücklicherweise genau hier rausgenommen und zwar, es war genau bei, wartet mal, es war einfach genau bei 34309 oder was das ist. Nee, warte. Also bei mir steht einfach 34466. Nee, warte, das ist der andere Markt. Ach, egal, Leute. Auf jeden Fall 34335. 34 fucking 335 habe ich diesen Markt einfach random geclosed. Das war einfach hier unten. Deswegen, Leute, auch wenn es Karma mal reinscheißt, so wie gestern bei mir, wegen 0,4 Pips, macht's dann auch mal wieder den Gönjamin und hat mir auf jeden Fall hier diese Profits beschert. Danach war ich auf jeden Fall durch und habe dann hier auch nicht mehr getradet, obwohl man hier eventuell auch nochmal traden hätte können. Genau, das auf jeden Fall zum Geo-Trade. Und ja, ja, Digga, danke Sino für dein Beileid, Bro. Das war echt hart, Digga, ich schwör. Okay, Mann. Also, warte, Marius hat nochmal was reingeschickt, ein Setup.
Das muss dann auch gleich weiter, weil der. Siehst du, der Kollege, der sieht den Gio auf jeden Fall noch weiter oben. Was auf jeden Fall durchaus nicht verkehrt ist, gebe ich recht, weil wir haben einfach noch keinen. Wir haben noch nicht mal 50er FIP von ganz oben erreicht. Deswegen könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er tatsächlich nochmal höher müsste. Heute war ich einfach short unterwegs, gestern auch, wie ihr seht. Deswegen einfach anschauen. Also ich finde jetzt zum Beispiel auch das hier gerade nicht schön, was er hier gemacht hat. Deswegen wüsste ich jetzt, glaube ich, auch nicht, was ich jetzt hier wirklich traden wollen würde. Und würde sowieso erstmal ein bisschen abwarten, was er hier macht. Ja, in dem Fall Marius sieht ihn an dieser Candle, was natürlich, ja, bestimmt kein Fehler ist, weil die ist auf jeden Fall hier deutlich. Und damit würden wir auch diese grüne Trendlinie spiken. Die Liquidität aus dieser grünen Trendlinie, die sich hier gebildet hat und wo auch hier wahrscheinlich, Leute, ich sag's immer wieder aufs Neue, hier warten die Leute wahrscheinlich auch schon, bis sie wieder hier shorten können an dieser Trendlinie. Und das, aus dieser Perspektive ist natürlich jetzt ein Long hier hoch und von dort aus wieder Short auf jeden Fall machbar. Deswegen, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Bro. Ich schaue es mir gerade nochmal kurz an. Ah, okay, M30-Candle ist es sogar. Okay, M30-Candle ist, glaube ich, einfach der Body von der H1. Deswegen, glaube ich, ähnlicher Entry. Und dort einfach Short runter. Yes? Let's see. Lass auf jeden Fall beobachten, Mann, was der Markt macht. Ich bin auch, das müsst ihr auch wissen, Leute, nur weil ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich will ihn jetzt da unten sehen. Leute, ich bin flexibel, was Trading angeht. Also wenn es in der Minute für mich dann einfach Sinn ergibt, einen gewissen Move nach oben zu traden, dann mache ich das auch. Das ist dann für mich auch kein Stress. Deswegen habe ich zum Beispiel heute auch noch ein Euro-US-Dollar-Long-Setup drin gehabt. Beziehungsweise gibt es zum Gio noch eine Frage? Lass mal noch beim Gio. Also auf jeden Fall danke, Marius, fürs Reinschicken vom Chart. Bin ich gespannt, Bro, was er macht, wirklich, was wir uns vom Gio erwarten können, die Tage. Aber klar, wird Sinn ergeben, so jetzt hier hoch und dann morgen ist eh Mittwoch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Yes, morgen Mittwoch und dann im Prinzip Mittwoch, Donnerstag, Freitag einfach Short. Wird auch aus der Perspektive Sinn ergeben. So. Die Özkan-Calls sind immer, also aktuell macht er eigentlich nicht mehr wirklich welche. Im Moment gerade, weil er einiges um die Ohren hat. Aber wenn, dann werden die oft spontan announced, yes. Okay, oder hier ganz oben. Alles klar. Ja, let's see, man, let's see. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Ich bin nach wie vor eigentlich short unterwegs, in dem Fall du auch. Ja, man, haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit und schauen wir uns an, ab wo er short reagiert. Ich bin dann auch einer, ich trade auch sehr, sehr gerne mal ein Re-Entry. Also ich lasse den Markt oft erstmal abprallen an dem Level, wo ich es haben möchte und mache mir dann überhaupt keinen Stress, einen Re-Entry zu nehmen. Und oft ist man da dann mit weniger SL unterwegs und ja. Okay, wenn es zum Gio nichts mehr gibt, dann würde ich auf jeden Fall nochmal ganz geschwind in den Euro-US-Dollar gehen. Nur noch 2-3 Minuten, weil ich will eigentlich auch die 7 Days, 7 Skills Calls. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Deswegen, yes, auf jeden Fall hier. Das ist auch mal was ich gerne mal mache. Einfach mal so, Leute, ihr wisst es, die Leute, die jetzt ein bisschen auch Institutional Candles und so traden. Ihr wisst, Leute, der Markt, der prallt ganz oft einfach ab an diesen Candles. So, ob er dann wirklich direkt den Move dort macht oder nochmal anders retraced, ist eine andere Geschichte, aber er prallt oft dort ab. Und heute hatten wir eben eine wilde Geschichte und zwar 12-Monats-Chart, Leute, Yearly-Chart im Prinzip, sind wir hier rein. Zack. Und wir haben genau bei dieser Candle, also die 2019-Candle kann man sagen, wir haben genau 50% der 2019-Candle vom Body heute erreicht gehabt. Und ich erwarte mir im Prinzip, dass der Markt in so einer Candle reagieren kann. Und er hat im Prinzip untergeordnet ein bisschen reagiert. Das ist eher, Leute, ich bin euch ehrlich, das ist jetzt kein so ein, das ist eher so ein bisschen, also ja,
jetzt nicht ein Spaß-Trade, weil Trading ist ernsthaft, aber das war jetzt kein Trade, von dem ich mir ultra viel erwartet habe. Ich bin hier mit unter einem halben Prozent Risk noch auf ganz entspannt rein und habe einfach geguckt, was er hier macht. Im Prinzip, Leute, war auch das hier eine sehr, sehr schöne Geschichte, was wir hier hatten. Und zwar ein Kollege von mir, beziehungsweise wir haben da geschrieben gehabt, auch in der Smart Money Gruppe, der war hier long schon drin und hat diesen Move hochgenommen. Da war noch News 14:30, was natürlich ein bisschen kritisch war dahingehend. Leute, wir hatten hier eine Trendlinie und wir hatten hier Liquidity über diesen Equal Highs. Was passiert? Der Markt spiked einmal die Trendlinie, einmal die Equal Highs. Und Leute, da seht ihr das, was ich hier erzähle mit diesen Spikes und Trendlinien-Geschichten. Leute, das ist real shit, Mann. Das seht ihr in allen Timeframes, überall im Markt. Und auch hier Euro-US-Dollar im Prinzip. Kann man sehr, sehr schön beobachten, wie der Markt diese Trendlinie gebildet hat im Markt. Beziehungsweise zu diesem Stand war das hier auf jeden Fall, behaupte ich jetzt mal, eine clean Trendlinie. Wir haben hier auf jeden Fall öfters sehr, sehr gut reagiert hier dran. Und dann, was erwartet sich natürlich der typische Retail-Trader, der nur Trendlinien kennt? Oh ja, gehen wir hier gleich wieder short rein und traden das Ding runter. Was erwartet sich der Support-Resistance-Trader? Der denkt sich vielleicht, boah, schau mal her, Alter, krasse Support-Resistance-Zone hier, Mann. Ah, guck mal, hier hat er schon zweimal reagiert, hier oben dran. Vielleicht sieht er auch nur das, vielleicht reicht ihm auch das schon. Oder er sagt sich, ah, guck mal, hier haben wir dreimal reagiert, zieht sich da irgend so einen fetten Block und sagt, ah, geil, Mann. Hier gehen wir mal short rein auf entspannt, zack, und SL, oh, machen wir hier über diesen Wick drüber und fertig. Also nur mal jetzt als Beispiel, Leute, es gibt viele Scalper auch, die da unterwegs sind. Vielleicht gab es 10.000 Leute, die haben den Euro-US-Dollar heute so getradet, wer weiß. Und vielleicht gab es nochmal 10.000 Leute, die waren an dieser Trendlinie schon short drin. Wenn nicht mehr, Leute. Euro-US-Dollar ist ein Major Part, das haben x Leute auf dem Schirm. Und was passiert vom Markt? Okay, gut, da waren die News. Er spiked einmal nochmal unter dieses Low. Was macht er unter diesem Low? Er holt sich die Liquidität für was? Für den Long. So, was macht er mit dem Long? Er schießt hier hoch, über diese Trendlinie drüber, schon mal. Mit der nächsten Candle spiked er wirklich deutlich über die Trendlinie und noch deutlich über diese Highs hier drüber. Sammelt hier die Liquidität ein und was passiert dann? Er geht short. Und Leute, das ist das, von was ich immer spreche, so wirklich achtet da drauf. Achtet da drauf, wie diese Trendlinien benutzt werden, um euch hops zu nehmen. Wie diese Support-Resistance-Zonen benutzt werden, um euch hops zu nehmen. Leute, habt das auf dem Schirm. Also gerade hier, unglaublich schönes Beispiel in meinen Augen, wie man das wieder sehr, sehr gut einfach auch beobachten konnte. Ich persönlich hatte ja meine 2019-Candle auf dem Schirm, 50% davon, das war mein Grund, weshalb ich hier nicht schon long getradet habe, weil ich gesagt habe, die ist hier gleich unten und dort wird der Markt hingehen. Und Leute, ihr seht, das sind die 50% der 2019-Candle. Klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, aber es ist so. Und hier unten habe ich dann abgewartet. Hier unten habe ich dann im Prinzip geguckt, okay, was macht der Markt? Ich steige nicht hier gleich ein, weil ich habe ja keine Vorstellung von SL und irgendwas. Ich habe mir einfach angeguckt, okay, wie bewegt der Markt sich hier? Habe so die ersten paar Candles beobachtet und vor allem habe ich mir den M5 angeguckt, weil im M5 war es, finde ich, sehr, sehr schön. Und zwar diese Candles, Leute. Guckt, einfach diese vielen Wicks und diese kleinen Körper überhaupt nur, die in diesen Candles gebildet werden. Und ich glaube, als ich das dann gesehen habe, dann habe ich einfach hier, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch einen FIP gezogen habe, ich bin, glaube ich, einfach hier ganz entspannt, als der Markt hier unten war. Das kann sogar gut sein. Oder ich bin irgendwo in dieser Candle rein, habe gesagt, okay, wenn er hier nochmal runterkommt, steige ich ein. Irgendwie so bin ich auf jeden Fall rein. SL hier minimal unter dieses Low, falls er nochmal minimal hier runter spiked. Und so habe ich dann ganz entspannt auf jeden Fall das Ding nochmal mit hochgenommen. Und der Markt hat dann im Prinzip einfach nochmal das hier gemacht. Zack. So, und da war dann schon mein TP. Einfach deswegen, weil es schon 16 Uhr war zu diesem Zeitpunkt und ja, ich da nicht so gute Erfahrungen habe. Zudem, weil einfach wir dennoch nach wie vor in einem krassen Short-Momentum drin sind
Deswegen einfach nur 50er, entgegengesetzte Abwärtsbewegung, zack, TP und fertig. Und das war jetzt auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil danach ging es, soweit ich weiß, ging es dann auf jeden Fall auch runter. Und aktuell sind wir ein bisschen weiter unten. Deswegen das auf jeden Fall dazu. Leute, das waren meine beiden Trades heute im Forex-Markt. Einmal im GU, einmal im Euro-US-Dollar. Und yes, deswegen das dazu. Und dann hätte ich gesagt, Leute, lasst uns damit verbleiben. Oder gibt es von euch noch was? Noch eine letzte Frage, falls es gibt, schreibt es gerne rein. Ansonsten hätte ich gesagt, Leute, sorry fürs Überziehen, lasst uns auf jeden Fall in 7 Days, 7 Skills reinspringen. Und yes, easy, Sino. Ich sag's dir, Bro, diese Calls machen mir unglaublich viel Spaß, Alter. Ich fühl's immer komplett, Mann. Marius, Shoutout auch an dich. Shoutout an deine Sachen, die du mit eingebracht hast. Extrem, extrem nice, Mann. Deswegen, ja, Mann, lass uns das gerne weiterführen, Leute. Lass uns auf jeden Fall hier mal eine nice Session machen. Dienstag, 20 Uhr, ihr wisst Bescheid. Und ja, Mann, das einfach weiterführen, diesen offenen Austausch. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und ja, Mann, deswegen, das auf jeden Fall dazu. Dann werde ich die ganze Geschichte mal beenden. Wünsche euch auf jeden Fall einen sehr, sehr geilen Abend soweit. Checkt den Call jetzt gleich ab. Und Sino, auf jeden Fall bis Samstag, Bro. Also Leute, macht's gut, bis dann, gell?